So Leute, da sind wir im nächsten Commander Deck, Kaltheim. Es ist schon ein bisschen her, ich habe sie zu Release gehabt, habe mich aber dazu entschieden, sie nicht aufzumachen, sondern mich erst noch ein bisschen umzugucken, zu sehen, wie die Decks so laufen. Und ihr wisst ja, bei mir kriegt ihr nicht den neuesten Hype, auch wenn das mehr Abonnenten kriegen würde und mehr Leute das gucken würden und so weiter und so fort. Aber ich möchte euch gerne gute Meinungen abgeben können dazu, zu den Produkten und nicht nur einfach aufreißen und zeigen. Und dementsprechend habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen mit den Kaltheim Commander Decks. Die habe ich bekommen vom lieben MTG mit Patrick. Nochmal danke dafür. Und wir haben einen sehr coolen Commander, ein 4-Mana 2-3er mit Menace. Elf Noble. Er ist ein Noble. Ja. Und immer wenn ein Elf einem Spieler Kampfschaden zufügt, kreiert man so viele 1-1 Elfen, Warrior, Kreaturen, Tokens. Hammer. Man tappt 10 ungetappte Elfen und jeder Gegner verliert 10 Leben und man kriegt 10 Leben. Richtig stronger Commander. Das ist ein richtig geiles Elf-Ball-Teil. Ja, dann gucken wir uns das Produkt mal an. Das sind ja diese 20-Euro Commander-Decks, sage ich mal. Und gucken, dass ich den hier irgendwie rauskriege. Ich weiß, euch tut's weh, wenn ich die Verpackung so aufmache. Aber ich brauche die Verpackung eh nicht. Weg damit. Oh Gott, was ist denn hier? Ah ja, stimmt, hier ist ja noch der ganze Kram drin. Weg. Gott, sieht das hinter mir schon wieder aus wie Hulle. Weg. Dann haben wir hier einen How to Learn Commander. Wow, das ist riesig. Oh mein Gott. Nee, ist es nicht. Das ist das Elven Empire. Playing the Deck, Commander mit 40 Leben, so die wichtigsten Commander-Regeln erklärt. Ganz cool, ganz, ganz cool. Dann haben wir diese wunderschöne Box, mittlerweile jetzt mit dem Artwork drauf. Vorher stand da, glaube ich, immer nur der Deckname drauf. Das ist das erste Mal, dass da auch ein Artwork drauf ist, glaube ich. Ja, packen wir mal ein. Dann haben wir hier ein, das Blau-Grün hatten wir doch schon mal. Hatten wir das nicht schon mal? Egal. Ja. Das kommt da auch mit rein, tun wir das Seite. Dann haben wir eine Menge Tokens, die zeige ich euch natürlich auch, bevor wir endlich ans Deck kommen. Es tut mir leid, aber ich möchte halt möglichst erstmal alles zeigen, über die Rares drüber gehen. Ich werde nicht über die Commons, Non-Commons drüber gehen, also ihr spart sowieso schon Zeit bei mir. Na, geh weg. 7-7er Elementarwesen, 1-1 Servus, oh, davon bräuchte ich tatsächlich sogar noch welche. Und eine Menge Elf Warrior. So, tun wir mal weg. Dann, Commander habe ich schon vorgelesen, Hammer. Gucken wir uns mal an, was wir so drin haben. Tatsächlich sind diese Dinger für ihren Preis, für 20 Euro, die ganzen Commander-Decks, alle bisher ziemlich cool gewesen. Manche davon kosten halt keine 20 Euro mehr, manche mehr, manche weniger. Aber für 20 Euro waren die das alle wert, alle. Und das ist ganz cool. Also ich mag das tatsächlich, dass Wizards da wirklich mal hingegangen ist und einen Preis gemacht hat, der angenehm ist. So, wir haben Pact of Serpent. 3 Mana. Man sucht sich eine Kreatur aus, einen Kreaturentypen genau zu sein. Und ein Spieler eurer Wahl zieht X Karten, verliert X Leben, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist, die diesen Kreaturentyp haben, die man kontrolliert. Also die dieser Spieler dann kontrolliert. Das ist ganz cool. Ruthless Winnower. Kenne ich gar nicht. 5 Mana 4-4. Zu Beginn des Upkeeps opfert jeder Spieler eine Nicht-Elfen-Kreatur. Ah, stimmt. Vergessen zu erwähnen, hier sind auch Karten drin, die explizit, nicht nur der Commander ist explizit, sondern, also wie in den letzten Commander-Decks, sondern das hier ist tatsächlich eine Karte, die explizit für dieses Commander-Deck entwickelt wurde. Und davon sind, glaube ich, 5 oder 6 Stück drin. Oder 4 oder 8. Serpent Soldier, 3-Mana-Artefakt. Immer wenn ein Elf, den du kontrollierst, stirbt, wird er exiled. Tappen, 2 im Leben bezahlen. Bis zum Ende des Zuges kann man Kreaturen, die mit dem exiled wurden, casten. Hammer. Bounty of Scamfar, 3 Mana Sorcery. Man guckt sich die obersten 6 Karten seines Decks an, beziehungsweise zeigt die offen vor. Man nimmt eine Landkarte davon auf die Hand. Nee, ins Spiel getappt. Und nimmt eine Elfkarte auf die Hand. So ist es. Für 3 Mana, Ramp plus 11. Wirklich gut. Canopy Tactician, 4 Mana 3-3. Elfen, die man kontrolliert, kriegen +1/+1. Tappen für 3 grüne Mana. Strong. Crown of Scamfar. Das ist nicht Scamfar. Ah, nee, Scamfar war das Gebiet der Elfen, ich erinnere mich. 4 Mana Verzauberung. Und die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1 für jeden Elfen, den man kontrolliert und hat Reach. Für 3 Mana kann man die aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Stark. Wolverine Riders. Die reiten den Wolverine. 6 Mana 4-4. Zu Beginn des Versorgungsmanns kriegt man einen 1-1 Elf Warrior. Und immer wenn ein anderer Elf Warrior unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt ihr. Nee, Elf unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt ihr Leben. In Höhe seiner Verteidigungsstärke. Okay. Ich dachte 1. Das ist krass. Elder Fang Venom. Also Gift. 4 Mana Verzauberung. Angreifende Elfen, die man kontrolliert haben, Death Touch. Das ist strong. Und immer wenn ein Elf, den ihr kontrolliert, stirbt, verliert jeder Gegner ein Leben und ihr kriegt ein Leben.
Das ist auch gut. Ich musste die gerade mal ganz kurz aus der Hand nehmen. Es wird langsam schwer. Beast Whisperer, das ist keine neue Karte. Also das sind anscheinend die neuen Karten. 4 Mana 2-3, immer wenn ihr einen Kreaturenzauber castet, dürft ihr eine Karte ziehen. Cultivator of Blades. 5 Mana 1-1 mit Fabricate. Also entweder kriegt ihr 2 Top-Da oder 2 plus 1 plus 1 Marken. Immer wenn der angreift, kriegen alle angreifenden Kreaturen plus 6 plus 6. Wobei die X von diesem Typen hier sind. Dwin ist ja auch drin. Guildleaf Dean. 4 Mana 3-4 mit Reach, also Reichweite. Und andere Elfen, die ihr kontrolliert, kriegen plus 1 plus 1. Und wenn der angreift, kriegt man ein Leben für jeden angreifenden Elf. Wie viele Lords hier drin sind? 3 Mana 2-2. Man kriegt ein grünes Mana für jeden Elfen, den man kontrolliert. Krass. Und alle Elfen kriegen plus 1 plus 1. Endrace Forerunner. Das ist aber kein Elf. Das ist ein Bär. Ein Schwein. Entschuldigung, da stand Bär. 8 Mana 7-7. Trampel, Wachsamkeit, Eile. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen Kreaturen, die man kontrolliert, plus 2 plus 2, Wachsamkeit und Trampel. Okay, sie haben sich den Kraterhof weggespart. Das ist okay. Harvest Season. 3 Mana Sorcery. Man durchsucht den Deck nach einem Anzahl von X an Standardländern, wobei X die Anzahl an getappten Kreaturen ist, die man kontrolliert, und bringt sie getappt ins Spiel und danach mischt man sein Deck. Imperious Perfection, noch ein Lord. 3 Mana 2-2, Elfen, die man kontrolliert, kriegen plus 1 plus 1. Für ein grünes Tappen kriegt ihr einen Elf Warrior. Also wie viele Rares wieder mal? Echt krass. Marvin the Nurturer. 3 Mana 1-1, immer wenn ein Elfen in euer Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt der eine plus 1 plus 1 Marke. Tappen für ein grünes Mana in Höhe seiner Stärke. Auch echt gut. Oh, Masked Admirers. Ich wusste gar nicht, dass sie wieder rare sind. Die waren mal zwischenzeitlich angekommen, soweit ich weiß. 4 Mana 3-2, wenn ihr ein Spiel bekommt, ziehen wir eine Karte. Man kann 2 Mana bezahlen, wenn man eine Kreatur castet und die aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Sehr, sehr, sehr viel Value. Rist Exiled. Oh mein Gott, hier ist ein Rist drin. 3 Mana 3-2, immer wenn der angreift, kriegt ihr ein Leben für jeden Elfen, den ihr kontrolliert. Und für ein schwarzes könnt ihr einen Elfen opfern, um den zu regenerieren. Das war früher der Commander. Sau cool. Voice of the Wood, 5 Mana 2-2, man tappt 5 Elfen und kriegt einen 7-7 Elementar mit Trampel. Deshalb die Tokens, aha. Casualties of War, 6 Mana Sorcery, man sucht eins oder mehrere Sachen aus. Man zerstört einen Artefakt, eine Kreatur, eine Verzauberung, Land oder einen Planeswalker. Und oder. Das waren die Rares. Fühlt sich diesmal weniger an. Fühlt sich echt weniger an. Bisschen kostet. Also es sind auf jeden Fall weniger Rares als bei den anderen Sets, das muss man sagen. Aber bei den ganzen Lords, hier sind auch einige gute Elfen drin, die halt echt gut sind. Und wie gesagt, hier sind bestimmt auch noch ein paar, die ich jetzt übersehe, die explizit für dieses Set gedruckt wurden. Weil ich glaube, es sind 8, wenn mich alles deutet. Alter, da ist ein Arkansignet drin. Command Tower. Aber dann halt die Dinger. Noch nicht mal die Snow-Dinger, wow. Landscape. Sumpf, Forest. Oh, hier hinten ist auch noch was. Aber ein paar Kaltheim-Karten. Oh, ein Harald. Und das Land. Ja, cooles Commander-Deck. Kann man echt viel mitmachen. Und ich glaube auch, dass das eines der beliebtesten weiterhin sein wird. Gerade im Grün-Schwarz-Bereich. Wenn es um Richtung Elfball geht und wenn es nicht in Richtung Combo oder sowas geht. Dementsprechend, ja. Finde ich cool, das Teil. Und wenn ihr es noch für 20 Euro irgendwo findet, lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, das mitzunehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.